Wir sind hier in der Felddienstarena. Mir gegenüber sitzt Willi Schulz, eine deutsche Fußballlegende, bei 3 Weltmeisterschaften dabei, 62 in Chile, 66 in England, 70 in Mexiko, aber ein Kind des Reviers, der seit über 40 Jahren nicht mehr im Revier wohnt. Seit wann sind Sie Hamburger, lieber Willi Schulz? Ich bin Hamburger geworden 1965, also weit über 40 Jahre. Und ich lebe länger in Hamburg, als ich vorher hier im Ruhrgebiet, wo ich geboren bin, gelebt habe. Ich kann mich erinnern, Anfang der 60er Jahre gab es einen Amateur-Nationalspieler, Willi Schulz, der spielte für Union Günnichfeld und wurde dann von Schalke, sagte man damals, schon eingekauft? Ja, man sagte schon eingekauft, ja. Und es war nur für sich eine schöne Zeit für Union Günnichfeld. Jeder hatte mich gefragt, sage mal, was ist Union Günnichfeld? Wo liegt das und was ist das? Ja, sag ich, das ist ein Stadtteil von Wattenscheid und ist bekannter als Wattenscheid. Das war Union Günnichfeld. Und Sie sagen das jetzt nochmal genau für alle unsere Zuschauer. Wattenscheid gehört heute, viele Wattenscheid sagen, leider zu Bochum. Leider gehört Wattenscheid heute zu Bochum, Günnichfeld übrigens auch. Aber wie gesagt, damals gehörte Wattenscheid zu Günnichfeld. Sie haben noch große Trainer erlebt, Sepp Herberger 62, Helmut Schön 66 und 70. Wenn Sie heute den Jogi Löw im Fernsehen sehen, was ist der Unterschied der heutigen Trainer zu den Trainern damals? Na gut, der Unterschied, Jogi Löw macht ja einen guten Job, obwohl das diesmal nicht so geklappt hat, da sollte man nicht so hochhängen. Er macht dann für sich einen guten Job. Nur der Unterschied ist einfach, dass damals Sepp Herberger, Helmut Schön oder Schorsch Gravlicek oder was wir alles hatten, die waren älter und erfahrener. Und das ist eigentlich das, was Jogi Löw jetzt auch noch ein bisschen lernen muss. Er ist auf dem Weg dahin und diesmal war... Es hat nicht ganz so geklappt mit dem Titel, aber ich glaube, Jogi Löw ist auf einem guten Weg. Wenn man an Willi Schulz denkt, hat man ja immer noch den schönen Beinamen World Cup Willi. Wissen Sie, wie es dazu kam, dass auf einmal jeder World Cup Willi sagte? Ach, das war relativ ganz einfach. Es gab in England bei der WM 66, gab es dieses Maskottchen World Cup Willi. Und dann war eine große deutsche Tageszeitung, die hat dann sofort mit den 4 Buchstaben, die hat das dann natürlich sofort übernommen. Und ja, und wir waren relativ auch erfolgreich in England. Und dann hieß ich auf einmal World Cup Willi. Überraschenderweise war mich selber überrascht, dass das bis zum heutigen Tag Bestand hat. Auch über 40 Jahre lang gedauert. Auch über 40 Jahre. Und wenn man jemand aus der legendären Elf vor sich hat, die im Finale in Wembley dabei war. Wie war die Sekunde oder die Minute danach, als es darum ging, wird das Tor anerkannt oder wird es nicht anerkannt? Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, sicherlich. Ne? Und ich war ja hautnah dabei. Ich war so 5 Meter von der Torlinie entfernt. Konnte ganz einwandfrei erkennen, dass der Ball nicht drin war. Aber wie gesagt, der Schiedsrichter hat so entschieden. Wir gingen dann nochmal rüber zum Linienrichter. Der verstand überhaupt kein Deutsch, das waren Russe. Und so mussten wir dann natürlich in sportlicher Situation, mussten wir dann einfach die Situation so nehmen, wie sie war und mussten das Tor anerkennen. Ich meine, der Schiedsrichter, der Dienst aus der Schweiz, hat sicherlich auch sein Bestes gegeben. Aber an dem Tag war es zu wenig. Also Schiedsrichter können sich irren. Die dürfen sich auch irren. Schiedsrichter dürfen sich auch irren. Das ist nun mal im Sport. Aber demnächst ist das ja wahrscheinlich vorbei. Wenn wir einen Chip im Ball haben, dann sind wir endlich so weit wie beim Tennis. Und es wurde höchste Zeit, auch nach den jüngsten Ereignissen, dass wir die Technik ausnutzen, dass solche Dinge nicht wieder passieren. Die beiden Krämers-Zwillinge haben sich eben sehr lobend über Sie geäußert. Da waren Sie nicht dabei und haben gesagt, wir finden das toll, dass er trotzdem von Hamburg nach Schalke kommt. Ist die Verbindung zum Ruhrgebiet, zu Gelsenkirchen, zu Schalke immer noch so stark? Also wissen Sie, wenn man hier einmal geboren ist und man hat hier auch seine Verwandte, hat hier seinen Freundeskreis, dann bleibt das so, der Willi ist nun mal ein Junge aus dem Pütt, aus dem Pott und da gehöre ich hin. Und obwohl ich länger jetzt in Hamburg wohne, als wie ich vorher hier im Ruhrgebiet gewohnt habe,
Aber das ist eine alte Verbindung und da braucht man, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Da, wo man geboren ist, da zieht es dann immer wieder hin.